Heute feiern unsere jüdischen Mitbürger ihr Neujahrsfest, Rosh Hashanah, und dazu übermittle ich die herzlichsten Glückwünsche. Es ist, und es kann nicht oft genug gesagt werden, nach den Gräueln des Nationalsozialismus ein so großes Geschenk, dass Menschen jüdischen Glaubens hier bei uns wieder leben, dass sie hier ihrer Religion nachgehen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind, und es ist umso schöner, mit ihnen gemeinsam auch ihr Neujahrsfest zu feiern. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es scheinbar immer salonfähiger wird, dass man gegen Menschen anderen Glaubens, anderer Herkunft auch öffentlich Position bezieht, ist es mir wichtig zu sagen, egal was Menschen in dieser Stadt glauben, jeder und jede, der hier lebt, ist Teil dieser Stadtgesellschaft und gehört auch zu Erlangen dazu. Ich weiß, gerade die Jüdinnen und Juden, die hier leben, genauso wie die Muslime und auch viele andere, die sind gerade sehr, sehr besorgt aufgrund der Lage im Nahen Osten. Mein Anliegen an der Stelle, nicht aufeinander mit dem Finger zeigen, sondern miteinander reden, ganz im Sinne unserer gemeinsamen Erklärung der Religionen und auch der Stadt in dieser Stadt. Miteinander reden bringt einen immer weiter, als gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen. In diesem Sinne, Shana Tova.